hallo Leute, heute gibt es mal wieder ein bisschen Videomaterial von meinem Training. Diesmal ist der 14.06. dran, Dienstag war das. Bankdrücken, auf dem Plan stand ein 5x5 mit 55 bis 57,5 Kilo Bankdrücken und zwar Touch and Go. Das war mein erster Satz mit 57,5 Kilo. Das Gewicht konnte ich für 3 von 5 Sätzen halten. Danach wurde es ein bisschen schwer, deswegen habe ich dann die letzten 2 Sätze, das 5x5 mit 55 Kilo gemacht. Technik war eigentlich ganz gut, meine Form. Im zweiten Teil des Videos gehe ich noch ein bisschen so auf meine persönliche Benchpress-Setup-Routine ein, worauf ich achte, was für mich funktioniert, weil das doch relativ viele interessiert hat. Auch bei diesem Training gab es wieder ein Trainingssingle, diesmal mit 62,5 Kilo und pausiert. Pause war relativ lang, ging auch gut wieder hoch und mit dem Versuch war ich ziemlich zufrieden in diesem Training. Im Anschluss gab es dann wieder Bankdrücken mit der Slingshot, pausiert. Im 3x4 mit 70 bis 72,5 Kilo. Die ersten beiden Sätze der 3 Sätze habe ich mit 72,5 Kilo gemacht und im dritten Satz dann das Gewicht etwas reduziert auf 70 Kilo. Ja, die Pausen hier waren auch entsprechend lang und ich war ganz zufrieden. Im Anschluss noch ein bisschen Zusatzübungen. Ihr seht gleich das Kurzhanteldrücken im 4x10 mit circa 18 Kilo. Ich weiß aber nicht genau, wie schwer die Griffe sind. Die wechsle ich auch immer wöchentlich, beziehungsweise einmal habe ich ein 4x10 und einmal ein 4x7 Kurzhantel drücken, um einfach da ein bisschen schweres Gewicht noch zu bewegen. Da versuche ich auch immer auf die Punkte meines Bankdrückens zu achten, die ein bisschen zu trainieren sozusagen. Genau, und zusätzlich habe ich dann noch gerudert an diesem Tag. Dann wollte ich euch jetzt mein Setup vom Bankdrücken ein bisschen genauer zeigen, meine Routine. Und zwar erstmal der Ablauf in ein paar verschiedenen Perspektiven. Ich positioniere erst meine Hände an der Langhantel, da hat ja jeder seine individuelle Weite. Dann schwinge ich sozusagen mich nach hinten durch so 2 Schritte. Drücke mich dann im Anschluss stark auf den Nacken, indem ich auch durch die Füße nochmal nachdrücke, um in eine möglichst hohe oder gute Brücke zu kommen. Aktiviere den Lat. Was mit meinen Schultern passiert, zeige ich euch gleich nochmal. Und habe durch einen Leg Drive, also durch die Füße auf dem Boden, eben nochmal einen festen Stand, um die Brücke stabil zu halten. Mit meinen Schultern passiert Folgendes, und zwar führe ich die Schulterblätter aktiv hinten zusammen und nach unten. Dadurch aktiviere ich den Latissimus, habe eine feste Position, also keine Bewegung der Schultern auf der Bank und eine stabile Brücke. Die Ellbogen winkeln dann eben auch an bei der Bankdrückbewegung an sich, weil die Schultern durch diese Festigkeit eben nicht nach oben irgendwie abhauen können. Wichtig ist dabei auch, dass bei der Brücke eben, das ist individuell. Natürlich wäre es gut, wenn die möglichst hoch ist. Das ist natürlich von der Beweglichkeit abhängig des Rückens. Dabei ist auch wichtig, dass die Hüfte eben höher als das Knie ist. Das heißt, der Winkel für die Brücke ist auch eben nochmal besser. Und der Po hat eben die Möglichkeit, es reduziert, dass der Po abhebt. Ich stelle auch immer die Füße nochmal nach, um eben nochmal mehr mich auf den Nacken zu drücken und das Brustbein anzuheben. Zum Stangenverlauf ist es so, der ist dadurch, dass die Ellbogen natürlich ein bisschen nach innen gewendet sind, nicht geradlinig, sondern eher diagonal. Man verhindert so auch Verletzungen, gerade weil man die Spannung aus den Schultern etwas rausnimmt, also alles, was so in Richtung Impingement geht und so weiter. Das wäre, wenn man viel im 90-Grad-Winkel Bank drückt. Durch den Ellenbogenwinkel habe ich dann auch nochmal mehr Lat-Aktivierung drin. Das wäre jetzt gerade nochmal so eine alternatives Setup, was ich persönlich aber nicht gut kann und nicht so gut finde. Das ist meine Art und Weise, wie ich mein Setup mache. Das ist natürlich individuell. Ich hoffe, es hat ein paar Leuten geholfen, die das gerne mal sehen wollten. Und natürlich wie immer vielen Dank fürs Anschauen.
interessiert seid an ein bisschen detaillierterer Serie, das war jetzt gerade natürlich sehr schnell und sehr oberflächlich, was die Grundübung angeht, dann lasst es mich einfach wissen in den Kommentaren.